Und jetzt dürfen alle wieder schauen. Ich bin dafür, dass Blau Hitler ist. Wow, alles klar. Und ich will ja sagen, man kann dafür sein. Ja, können wir den wählen? Ich will ihn zum Hitler. Also warte mal, du musst erstmal anfangen wieder mit Aufnahme, bevor wir würfeln, wa? Ah ja, genau. Wahnsinn, sind wir schon wieder live, weil da reinrübst ist ja nicht so cool. Das ist keine Sorge, kommt. Doch, funktioniert super. Das ist ein Assault-Channel. Also, kennst du YouTuber, die machen das? Skillmäßig. Ja, ich kann auch ApoRap, trotzdem ist es so uncool. Ich bin Nummer Uno! Nicht Nummer 2! Skur! Komm mit unter den Jukos! Hey, wake up! Verbrennt den Dorf! Du wisst aber die Zuschauer ja gar nicht, wer Faschist ist, wenn jetzt er Hitler ist. Doch, das wird am Anfang immer eingeblendet. Ah, okay. Cool. Ich hab deine Videos noch nie geguckt. Ja, denke ich mir. Kündigst du das nicht immer an? Ja, ich hab ja noch nicht mal die Begrüßung machen können, weil wir alle ApoRed gehabt haben. Ja, das hast du in der letzten Runde nicht gesagt. Ja, das hab ich vergessen, ist mir auch irgendwann aufgefallen. Aber ist mir schon ein paar Mal passiert, dann wird das eben wieder eingeladen. Also. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Secret Hitler mit denselben wie in der letzten Folge. Schaut sie euch an, wenn ihr wissen wollt, wer das ist und wenn ihr euer das wundervolle Hallo von denen hören wollt, würde ich sowieso die mal angucken. Hi. Na gut. Und Hi. Genau, während da der Würfel geschwungen wird, aber bitte noch nicht gewürfelt wird, können die Zuschauer jetzt bitte einmal weggucken. Das habe ich letzte Folge vergessen, ist mir jetzt auch egal. Und dann wird eingeblendet, wer was ist. Und jetzt habt ihr euch das angeguckt, wer was ist. Und jetzt können die Zuschauer wieder schauen und die Leute können würfeln. Das ist Markus, oder? Ja. Natürlich, wir haben Braun. Ist halt blau? Ja. Ja, okay, das haben wir eine Farbe, die wir nicht haben. Ja, dann darf Markus anfangen, weil es ja erst braun war. Ja. Das ist nicht Boah, wow, ich bin als letztes da. Wundervoll. Weil ich nicht gemein sein will, darf Subso jetzt sein. Ah, alles klar. Haben wir also schon immer direkt die zwei Faschos. So das hätte ja. Ich fühle mich wieder Angst von der letzten Runde noch ein bisschen traumatisiert zu sein. Wart, bis ich dir drei Karten gebe. zwei Karten gebe in Rot. Oho, war das eine Ansage? Ja. Calls jetzt. Ich wurde sogar einstimmig, okay. Ja, natürlich, das ist die erste Runde, wir haben noch keine Beweise. Letzte Runde war es nicht einstimmig. Da hat irgendjemand gegen das System gefahren. Tja. Ach, deshalb hast du mich dazu gehatet. Ja. Oh, ich bin der Erste für den Ablagestapel verkehrt. Okay. Nee. Ja. Und wow. Nicht. Erstmal daneben, Junge. Ich hab's mitbekommen. Willst du spielen? Und ist meine Anzeige richtig? Hey. Möchtest du vielleicht noch länger überlegen, welche Faschokarte du hast? Ja, ne? Ohne Scheiß. Wieso drehst du den hier um? Das schon mal, ich hab auf F gedrückt, das wollte sich aber nicht umdrehen. Ja. Schau, ja, die guten Träger. Hattest du die Wahl, Subso? Ich hasse die Wahl. Du hast die Wahl? Ich hasse sie, ja. Ich hatte die Wahl zwischen Kleinkinder erschießen und Frauen das Autofahren erlauben. War eine schwere Wahl, aber ich habe mich dann doch für das Liberalere entschieden. Du hast dich für das Kinder erschießen. Also Kleinkinder schießen ist liberaler als Frauen. Ich fände es übrigens sinnvoll, mich jetzt zu nehmen, weil, oder Chris ist auch okay, aber weil sonst können wir hier, kommen wir hier nie zum Zug am Hinten. Am Hinten, genau. Ich habe zwei blaue und eine rote gehabt und habe eine blaue, wie halt wegkommt und meine blaue und eine rote gibt. Okay, das heißt. Okay. Na gut, vier blaue sind noch im Stapel. Wow. Kommen da jetzt höchstwahrscheinlich wieder drei rote, wenn wir Pech haben. Zumindest bin ich diesmal nicht Präsident. Ja, kommt gleich auch noch. Wäre ist jetzt. Ja, gut, es war ein Test, ne? Nein, also. Ich muss dich testen. Ich muss ausfüllen, wo du ungefähr bist. Ich hätte lustiger gefunden, wenn du eine rote gekriegt hättest. Ja, ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich esse nicht unbedingt. Aber. Du Scheiße. Chris, bitte noch nichts sagen, bis die Karte liegt. Ja, ich krieg die Karte. Muss ich die einzeln einziehen? Ja. Oh, damit. Hey. Nein. Nee. Ich sagte nix sagen. War ja fast nix. Ja.
Oho! Wieder ein guter Start. Ich habe ihm die Wahl gelassen und eine rote. Ja, ich hatte die Wahl. Ich habe eine rote weggehört und ihm dann die Wahl gelassen. Oh, cool. Es sind noch drei blaue drin. Ja, genau, drei blaue sind noch drin. Das gefällt mir. Ich fand, wir haben das eben sehr gut gemacht am Anfang. Blitzkrieg liberal, Junge. Ja. Ja, jemand hat den Begriff Blitzkrieg benutzt. Wir sind hier in Deutschland, okay. Plan. Ich weiß, Michael, ich würde ganz gerne auch was dazu beitragen, dass wir hier mit den Liberalen fertig werden. Du kannst jetzt Ja wählen. Du kannst Ja wählen. Das ist wieder so eine Runde, wo ich nie drankomme, ja, weil ich der Letzte bin. Passt doch so. Nein, das passt absolut nicht. Finde ich gut. Weil Ben ist sowieso falsch. Warum drehst du schon rum? Konsti hat nicht mehr gewählt. Konsti muss noch. Ach, Konsti. So. Bin ich doch sofort dabei. Einstimmig, ich danke Ihnen, dass Sie mich gesetzt haben. Ich bin liberal, falls ich gleich Scheiße setze. Das Vertrauen schon weg, ey. Das ist einmal so still geworden. Ich danke euch nur, dass ihr mich gesetzte Vertrauen in dem Moment kommt. Drei Stunden Ende. Aber klar, da sind schon so viele blaue weggekommen. Drei rote? Ja. Naja, jetzt sind auf jeden Fall drei blaue. Ja, drei blaue waren weg und drei blaue sind noch drin. Wie viele rote sind dann noch drin? Da will ich eine epische Ansprache halten. Tja, dumm gelaufen, Herr Fascho. Das wollte ich schon mal länger fragen. Wie viele rote und wie viele blaue sind im Stapel drin? Sechs blaue und 12 rote. Ah, okay. Die sind einfach echt faul, so oder beim Schreiben von Policy. Ja. Ich glaube, das sind 17 Karten insgesamt. Na, die Liberalen arbeiten einfach länger dran und wollen die richtig guten Sachen. Es sind 14 Karten insgesamt, weil wir haben noch 3 und wir sind 17, ja. Okay, ja, dann 11 rote und 6 blaue. Oho, okay, danke. Da ihr beide schon für blaue verantwortlich wart, meinetwegen. Nee, wieso? Weil wir gerade für eine rote verantwortlich. Ach ja, stimmt, scheiße. Nein! Dann hat er jetzt die Chance, sich nochmal zu beweisen. Ja, aber Ben ist halt unschuld. Boah. Jetzt, du bist der Schuldige, oder wie? Wenn überhaupt bin ich der Schuldige. Ben kann halt nichts dafür. Aber ich habe halt wirklich drei Rote gezogen. Dafür soll ich nichts sagen. Ich werde gleich nochmal was sagen. Ja, du darfst halt nichts sagen zu den Karten, die du jetzt kriegst. Ich will allgemein gleich noch sehr viel reden. Das kann man ja vielleicht... Achso, du bist also wieder Fascho, ja? Ja. So wie gerade eben. Alter, ich hab echt ein Problem damit zu treffen. Wie pinkelt ihr zu Hause eigentlich? Ich sitze. Wie ein richtiger Mann. Gut. Also ich hatte zwei rote und eine blaue, hab die rote weggeschmissen und haben in die Wahl gelassen. Ja, okay. Wofür ich mich sehr dankbar bin. Also wenn überall jetzt die Wahrheit gesagt wurde, sind da jetzt noch drei blaue drin, wenn keine blaue weg ist. Zwei blaue, eine wurde doch weggelegt. Das hatte stimmt, zwei blaue. Ich habe eine blaue weg. Also, auf der einen Seite möchte ich weiß einfach testen, und damit er nicht mal alleine ist. Das halte ich für eine wundervolle Entscheidung. Schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Ich meine, er kann... Ja, wobei... Ich habe bisher noch nichts gemacht, ihr Lutscher. Also, Entschuldigung. Ich finde es gut, wie zwei Leute sofort sehr schnell gewotet haben. Auf die habe ich jetzt halt wirklich ein Auge. Ist halt noch Anfang der Runde, Mann. Ja, echt mal. Außerdem liegen da viel mehr Blaue. Dann macht es viel mehr Sinn, Leute zu proven, die bisher noch nichts gemacht haben. Mit Pech die zu nehmen, die schon drauf sind, dann kommen noch mehr Blaue. Wenn nicht tippen, tippen, legen. Hier, Boss. Da Konsti, merke ich mir vor. Na, ich vertraue mir zu seiner Entscheidung, wo ich mir eigentlich nicht vertraue. Jetzt ist halt, wenn ich schon so viel gemacht habe, was nicht vertrauenswürdig ist. Ja, ich würde sagen, dass bei euch ein Hitler dabei ist, der so liberal spielt, wie er nur kann. Mit Pech sind die zwei Blauen jetzt in diesen zwei Karten, die wir aber jetzt nicht mehr nutzen werden, nachdem du deine Karte weggelegt hast. Mit Glück legst du jetzt eine blaue. Oder nicht. Und mit Pech habe ich zwei rote untergejubelt bekommen. Ich konnte ihm leider keine Wahl lassen. Also dann ist entweder Subs am Lügen oder einer vorher. Nachdem ich zwei blaue Karten gelegt habe, fange ich jetzt an mit Lügen. Darf ich jetzt eine Rolle prüfen? Achso, stimmt. Du darfst jetzt eine Rolle prüfen. Weil wir das so entschieden hatten. Gut, dann würde ich jetzt ganz gerne, warte mal, ich habe eine blaue. Ich würde jetzt ganz gerne die Rolle von, weiß ich, dass er keine Chance hatte. Ich würde ganz gerne... Warte mal, warum sind jetzt mit zwei Karten noch im Stapel die Karten gemischt worden?
Wow, du passt echt nicht drauf. Haben wir letzte Runde. Ganz kurz, einfach nur, weil du das Kartenzählen sonst zu einfach ist. Deswegen wurden jetzt getroffen. Du musst ja drin mal 3 Karten nehmen und bei 2 Karten müsstest du vom Disregard-Stapel runternehmen. Wenn es noch schwieriger machen wolltest, das Game für mich. Nein, das steht auch so in den offiziellen Regeln tatsächlich. Ich würde dann ganz gerne ich weiß nicht genau so. Gerade hast du das gegen mich jetzt wirklich keiner prüfen, okay. Also ich schwanke wirklich zwischen Rot und Orange gerade, muss ich sagen. Weil Orange könnte schon wieder die Phase fahren, ich hatte ja keine Wahl, schon wieder. Und Rot hat das gemacht. Letzte Runde aber wirklich oder ich halte es für sinnvoll, einen von denen, die da jetzt so blaue gelegt haben, zu gucken, ob die wirklich liberal sind oder eben Hitler. Ja eben, deshalb würde ich halt gucken, ob der Rot wirklich so liberal ist, wie er tut. Rot, gib mir mal bitte deine Parteikarte. Außerdem Subso, ich hatte letzte Runde wirklich keine Wahl. Was willst du eigentlich? Du jetzt wo er die Karte. Du warst aber verschiss. Ja. Gut, dass er gar nicht mich prüft. Ja, er hat ja gerade. Ich muss ganz kurz richtig gehen, dass ich die richtige Karte geprüft habe. Max, ja. Du bist ganz gerne Business heute. Nein. Und? So, also ich muss euch wirklich sagen, er ist liberal. Sehr liberal. Er ist freiheitsliebender als kein anderer. Also er ist ja faschistisch. Wieso? Ja, also er hat eine blaue gelegt und ich habe es überprüft, nachdem ich selber eine blaue Karte gelegt habe, dass er auch blaue Karten legt. Okay, und halt blaue ich lasse Karten dein Wort erstmal gelten. Ja, also wir können uns da relativ sicher sein. Da ich Subso tatsächlich gerade vertraue, glaube ich daran, dass Konsti liberal ist, weil ansonsten könnte es jetzt eben sein, dass jetzt der Hitler sehr gut gedeckt wurde, damit er auf jeden Fall gleich gewählt werden kann. Aber ich vertraue Subso. Weil wenn er jetzt Faschist gewesen wäre und Konsti hat sowieso schon liberal gespielt und nur mal angenommen, er wäre Hitler, aber mir hat er uns halt dann guckt der Fascho sich das an und sagt, ja, der ist auf jeden Fall liberal. Aber ich vertraue Subso. Könnte wirklich sein. Das Problem ist, ich vertraue jetzt dir nicht mehr, auch wenn ich deinem Vertrauen danke, aber du bist so, weißt du, ich bin jetzt jemand, der relativ sicher ja liberal ist. Ja, ich vertraue dir ja, deshalb bin ich mir auch sicher. Ich habe eben nur noch die Möglichkeit genannt, dass es eben sein kann, dass du Faschist und er Hitler ist. Das kann auch sein, dass du zu mir in meine liberale Ecke kommen möchtest, damit ich dich schütze. Nein, ich habe einfach nur die Möglichkeiten, die so sind, genannt und habe gesagt, dass ich dir vertraue und dass ich deshalb die erste Möglichkeit, dass ihr beide liberal seid. Ich möchte mal eben anmerken, weil Ganesha redet eh nur noch im Kreis. Bisher, ich glaube sogar wirklich, also es kann jetzt halt wirklich sein, entweder sind die beiden Faschos oder einer von denen ist Hitler oder sie sind beide liberal. Aber ich glaube, selbst wenn Subso Fascho ist, und Konsti liberal ist, hätte er gesagt, dass er liberal ist. Deswegen bin ich sicher, dass Konsti jetzt safe liberal ist. Ja, wobei, du bist schon wieder so jemand, der hat eine rote Karte gelegt. Also, Soll ich 3 gezogen haben, Junge? Nachdem 2 davor schon 3 blaue gezogen wurden. Ja, okay. Deshalb möchte ich hätte vielleicht doch dich prüfen. Auch was hier geben. Ja, danke sehr. Das finde ich gut, das Vertrauen. Nee, also ich vertraue ihm nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber wir haben halt so viele blaue. Jetzt ist noch, also da jetzt noch nicht drauf ankommt, wer Hitler ist, ist es gut, jetzt schon mal zu gucken, wer sowas ist. Nice. Danke. Betreue nicht, drücke wähle die auch zum Jahr. Das nenne ich Demokratie. Ja, du. Ich möchte ihm eine Chance geben. Du bist AfD-Wähler. Alter, ich komm dir gleich durch, ey. Lass hier nicht den Milo raus. Ja. Mult hier. Dann gucken wir mal, wie sich jetzt der Herr da drüben entscheidet. Solltest in Deutschland irgendein Game Show Host werden. Also ich danke dem Redest Volk so, für das, so cool, mich ganz langsam irgendwelche Dinge. Nein. Okay, sehr gut. Ja, ich tatsächlich verdammt. Mir wurde die Wahl gelassen. Ich habe eine blaue, eine rote bekommen. Hab mich natürlich dafür entschieden. Ich gehe nicht weiter, das war außerordentlich. Ach so. War's nicht? Nee, war's nicht. Stimmt, sorry. Dann auch so, ich gehe nicht nochmal weiter. Kommt jetzt erst. So. Kann ich nicht verändern, wir sind jetzt. Wer ist kommt jetzt Tag, erst, heißt es, du legst jetzt eine rote Tisch. Ja. Was? Rein theoretisch kommt das jetzt erst. Kommt es nicht mehr. Nein, von der Reihenfolge her wäre das jetzt erst gekommen. Also, wenn jetzt eine rote kommt. Was für Karten hast du gehabt, Chris? Ich habe eine blaue weggelegt und ihm dann die Wahl überlassen. Ja, okay. Weil ich wissen wollte, wie er sich entscheidet.
Das bedeutet, es ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt noch. Also, da ist jetzt noch eine blaue drin. Ja, von 9 Karten ist jetzt eine blaue drin. Ich möchte. Das sind ja super Voraussichten. Voraussetzungen. Ich möchte jetzt nicht. Die nächsten 3 Runden sind wir fertig. Ja. Was? Ich möchte jetzt nicht Kanzler sein, er ist ja. Also, wobei, ja, ihr könntet ja sagen, dass wir könnten Rot gut vertrauen, weil, also weiß ich halt. Also Konsti würde ich wählen. Ja, also Konsti könnten wir wählen, weil dann wüssten wir, dass er, wenn er die Möglichkeit hat, auch eine blaue legt und siegt. Das wollte ich eben auch gerade sagen. Das ist eben... Von Markus und Ben weiß man wieder nichts. Wir müssen jetzt halt... Ich habe versucht zum Reden. Wenn ihr mir nicht zuhört... Ja, Markus hat schon was gesagt, er war sehr neutral bis jetzt. Ja, danke. Ja, wir müssen halt wen nehmen, der auf jeden Fall auch die blaue legt, wenn er die Wahl bekommt. Ja, da brauchen wir auch einen Präsidenten, der das hat. Es wird wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Ja, und wir wissen, dass wenn 3 rote kommen, dann ist es momentan noch nicht schlimm. Ja, aber unser Präsidenten können wir ja gucken, ob er jetzt, ne? Genau. Wir können dann ja gleich mal ab. Wir können ja, wenn die 3 Karten jetzt wegkommen, können wir jetzt noch 2-mal, ne? Vielleicht ist das Spiel jetzt auch vorbei. Wenn wir jetzt nächstes Mal 3-mal rote haben, dann wissen wir, dass jemand gelogen hat. Ja, es leckt schon wieder. Ja, leider 3 rote gezogen. Die ist halt. Ja. Zu erwarten. Ich hab einen guten Schachzug, Leute. Ich hab einen guten Schachzug. Herr Weiß, du kannst doch jetzt direkt wählen. Ja, genau. Den roten. Dann haben wir sicher, dass wenn eine liberale Karte kommt, dass wir es wieder haben. Dann haben wir jetzt 2 Runden sicher für die Liberalen. Also theoretisch. Als Präsident, wenn du mit dem Plan kannst, dann könnt ihr aber auch, wenn ihr sicher seid, dass ich liberal bin, dann nehmt mich doch als Kanzler, dann ist es das Gleiche, dass bei einem von den 2 die Chance. Ich nehm Konsti, weil es auch aufs Schießen ankommt. Ich will, dass Konsti schießen darf. Ja. Okay. Letzte Runde jetzt nicht funktioniert. Ja, und ich jetzt? Du darfst jetzt ein Kanzler wählen. Ja, du darfst jetzt ein Kanzler wählen. So weit bin ich auch noch gekommen, danke. Ich wollte vielleicht Meinung dazu hören. Also, du darfst jeden nehmen, tatsächlich. Ganesha, eine Spielfrage. Jetzt kann Konsti die Previous Dialected Card ignorieren, oder? Ja. Okay. Wollte einfach nur nochmal fragen. Ja, also, keine Ahnung, ich habe geprüft, dass du liberal bist. Vielleicht das. Auf der anderen Seite will ich mich jetzt nicht anbiedern, damit gleich nicht wieder Hörspiel schreit: Hitler! Also, selbst wenn Sub so Fascho ist und Konsti liberal, hätte er ihn als liberal konfirmiert. Ja, das ist eine Möglichkeit, das stimmt. Deswegen habe ich jetzt nicht getan. Konsti ist safe liberal. Na, wie gesagt, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass Konsti Hitler ist und eine super Voraussetzung hat, um gewählt zu werden. Ja, aber ich vertraue Subso tatsächlich immer noch. Hatte ich gerade Speichelecker von Hitler. Ich habe 2 Sachen anzumerken. Auf der einen Seite, Orange hat gefragt, ob die Karten gerade nicht zählen. Das heißt, eventuell möchte er ja, weil er sich auf die Seite der Liberalen steht, die Vertrauen haben und gewählt werden zum Ganzen. Deswegen, du fällst irgendwie raus für mich. Will ich gar nicht. Ich wollte einfach nur fragen, weil in der letzten Runde diese Regelfall aufkam und da wollte ich nochmal fragen, weil es jetzt dann gekommen ist. Ach so. Komm, du kannst nicht wählen. Nein. Rot, für wen entscheidest du dich jetzt? Also, Tiger und Ruffin will ich nicht wählen. Ich wäre dafür, dass du oberst willst. Ja, kein Problem. Brauchst du nicht. Ja, Chris. Mich würde mal interessieren, warum ich jetzt rausgucke. Also, persönlich würde ich mich bei mir am sichersten fühlen. Nein. Was? Tatsächlich? Chris und Subso werden meine 2, aber ich tendiere ja Richtung Chris, muss ich sagen. Warte mal. Wow, warte mal. Wieso? Jetzt will ich die Begründung hören. Dass du mir und Ganesha vielleicht nicht vertraust, ist okay. Wir haben nichts gemacht, um geproved zu werden. Wir haben zwar blaue Karten gelegt, aber heißt ja nichts. Aber wieso willst du jetzt unbedingt entweder Subso oder Chris nehmen? Weil. Will sich da jemand in den Vorgrund bringen? Also, Subso hat für mich sehr liberal gespielt. Er hat mich auch confirmed und nicht gelogen und so. Ich meine, natürlich kann auch Hitler sein und. Drum habe ich auch das ist auch der Grund, warum ich eher zu Chris tendieren würde. Das ist der Grund, warum du mich nicht willst? Weil du dich? Bist. Wegen Vorhände. Ich muss ganz ehrlich sagen, wegen dem vorherigen Spiel. Ich bin immer noch sollte. Wow. Ja, das ist ganz gut. Dann brauchen wir gar nicht mehr spielen. Okay, tschüss. Na komm, wähl halt. Ja, so soll ich Ruffin nehmen? Ist okay, wenn jetzt alle 6 Sachen. Ich will ja nicht gewählt werden. Ich wollte nur fragen, wieso du
wieso du mir nicht traust und wieso du den beiden besonders traust. Wenn ich dir jetzt gar nicht mehr traue. Oh, warte, ich hab vor. Warte mal. Bist du warte mal, wie wär's? Liebe Liberale, lasst uns einfach die Wahl blockieren. Ruff wird Präsident und er nimmt dann einfach unseren Safe Liberal. Nein, als nächstes wird Markus Präsident. Oder? Ach, kacke, okay. Ja. Dann ignoriert meine Vorschläge. Ich finde, du solltest Subso nehmen zum Kanzler. Ich finde, du solltest Obers nehmen. Nee, wie gesagt, ich traue zwar Subsos Entscheidung, dass Konsti liberal ist, aber ich weiß nicht, ob Subso liberal ist. Ich glaube nicht, dass Subso Hitler ist. Ja, ich sage nicht, dass Subso Hitler ist. Aber ich glaube nicht, dass er Hitler ist. Ich sage ja nicht, dass er Hitler ist, ich glaube nur nicht, dass er liberal ist. Das heißt du schon, Markus, oder war das nur so? War ein Scherz. Okay, ich wollte schon mal... Also, ich persönlich glaube auch nicht, dass ich Hitler bin, und wir sind, aber du glaubst, dass du Fascho bist, oder wie? Das glaube ich auch nicht, aber das war ja nicht die Frage. Wir sind als eine Karte vom Sieg weg. Wir haben, also, wir sind spätestens drei Runden sind wir in beiden Fällen durch, fällt mir gerade aus. Die sind eine Kacke. Wahl vom Sieg also, weg. Also, wenn ich jetzt auch mal kurz was sagen darf, ne? Er buhlt jetzt ja schon ganz schön darum, endlich zum Kanzler zu werden. Der will, glaube ich, leicht, also ich will ihm das jetzt nicht so unterstellen, aber es kommt mir doch so ein bisschen vor, als ob er gerade einfach unseren Sieg verhindern will dann dadurch. Bist du ja, eventuell Chris? Darum hat doch Konsti gesagt, dass er auch eher zu dir tendieren würde. Ja, das ist aber schon wieder, ja gut, er wird wahrscheinlich nicht zuspielen, weil er ist ja liberal, aber... Außerdem hat Chris die vierte Liberale gesetzt und das ist schon sehr risky als Fascho oder Hitler. Ja, aber dazu muss man sagen... Sehr starkes Zeichen dafür, dass man liberal ist. Beim Wandel noch wenig, ja. Man muss dazu sagen, wenn Subso jetzt Hitler wäre und Chris Fascho, dann kann man das jetzt schon mal ausschließen, weil sonst hätte Chris nicht darauf hingewiesen, dass sich Subso anbietet. Darf ich kurz nochmal wissen, Chris hat also die vierte blaue gelegt, okay? Nein, Chris hat die vierte... Hat liberal. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Er hat für die vierte blaue gesorgt. Ja. Die genau. Nee, warte mal. Mit wem war er zusammen? So, TKW war doch dann als letzter Präsident, oder? Ich hab glaube ich die dritte Liberale. Hat TKW mir nicht das Präsident? Doch, ich war als letztes Präsident vor dieser Wahl. Dann leg doch das hin, damit man sich auskennt. Und wen hattest du als Kanzler? Das geht eigentlich erst nächste Runde weiter. Erst nächste Runde. Wieso, es ist egal, leg das doch so hin. Meinetwegen. Ich hatte als Kanzler... Einfach damit ich mich auskenne. Und wer war Kanzler? Ich weiß nicht. Ich war gerade Kanzler. Ja, das heißt, Chris hat die letzte vierte gelegt. Diskussion. Ja, eben. Gelöst. Nein. Nee, ja, Chris war Präsident und hat mir die Wahl gelassen. Und ich bei mir kam gerade eine rote, weil ich den Präsident gegeben habe. Mhm. Ja, sorry, dann war mein Feld. Ich hatte nicht die Wahl gelassen. Also, ich hatte auch selber keine Wahl, als ich hier am meisten das gelegt habe. Also, Dark Ruffy hat jetzt die vierte Liberale gekriegt. Ja. Dann wählst du Dark Ruffy. Als Kanzler. Ja, gut, dann wäre ich ehrlich gesagt auch schon für. Wenn ihr mir und Chris nicht traut, was sagen die anderen da, bevor wir die zwei? Es sind wieder alle so leise, das ist... Ich weiß nicht. Ich habe keine Einwände gegen ihn, weil, ja, diesmal habe ich seine Karte ja nicht gesehen, vorher musste ich jetzt. Aber, ja, er hat auch, ich habe ihm die Wahl überlassen, er hat liberal gelegt, die vierte, also ich würde jetzt nicht... Okay, stimmt, also als Hitler muss man halt liberal spielen, aber es ist sehr risky tatsächlich, die vierte blaue zu legen. Ja, gut. Ja, finde ich schon mal für alles erwischt. Dann schauen wir mal. Ich möchte mich für das in das vom Volk gesetzte Vertrauen bedanken. Ich werde euch in eine goldene. Ohne Scheiß. Puh, Alter. Ich darf nicht liberal spielen als Liberaler. Das ist falsch bei euch, ey. Du hast halt mich als Fascho-Gegner, wa? Das ist gefährlich. Ich habe alle gefragt und alle waren dafür. Sobald ich sage, ich bin dagegen. Das heißt, sobald ich sage, ich bin dagegen, werde ich ja wieder erschossen. Ja, weil ich gegen dich gehetzt. Als erste Amtshandlung möchte ich den Lebensraum im Osten fixieren. Ja, aber man muss auch noch dazu sagen, es wäre sehr schwer gewesen für die Liberalen noch zu gewinnen, weil ich die letzte blaue weggeworfen habe. Das heißt, da wären auf jeden Fall noch zwei rote gekommen und es wäre sehr unwahrscheinlich gewesen, dass dann nur blaue gekommen wäre. Also ich muss sagen, gut gespielt von den Faschos, ich habe bis zum Schluss nicht gewusst, wer das ist. Ich habe gewusst, das weiß es, weil ich hatte die ganze Zeit weiten Verdacht, weil der hat das immer, du hast nämlich diesmal so mehr mir geglaubt als vorher. Aber ich hätte, glaube ich, auch als Liberaler getraut. Ach so, tatsächlich. Nee, ich habe mir selber nicht mehr geglaubt am Ende. Also man muss sagen, das war auf jeden Fall eine Runde, die sehr schwer für die Liberalen war, weil wie gesagt, die letzte blaue war auch weg.
Die habe ich nämlich Gott sei Dank. Also ich war so froh, als ich die blaue bei mir drin hatte, ey. Ja, dann hätten und ich die wegwerfen noch konnte. Zweimal schießen können, halt. Ja, das stimmt. Okay, aber ganz ehrlich, jetzt, dass Tigger wie so gemacht hat, verstehe ich, dass er mich zum Präsident gewählt hat. Aber warum haben die anderen geglaubt, dass es klüger, dass ich Präsident wäre, wenn ihr euch alle einig wärt, dass ich liberal wäre? Nicht zu verlieren ist doch viel wichtiger, als wer schießt. Ich wollte dich auch zu dritt haben die Liberalen noch eine Chance. Also, als ich gesagt habe, dass es besser ist, wenn du schießen darfst, dann haben die mir alle zugestimmt. Das fand ich super. Also. Ja, das verstehe ich nicht. Ich konnte nichts machen, du hast mir einfach das Präsidentenschild hingestellt. Ja, eben. Ich konnte nicht widersprechen. Ich wollte gerade sagen, ich denke, es ist besser, wenn Konsti kann. Da stand schon das Schild. Ja, das, weißt du, das war super. Ja, Leute, ich wusste halt, dass er liberal war. Und alle sagen so, ja, passt. Und keiner sagt, naja, wir könnten die Wahl nicht zustande kommen lassen. Dann wird Markus Präsi und wir könnten immer noch ihn als Kanzler. Das haben wir das der Vorschlag kam nicht. Doch, der kam von so. Von mir. Der kam von mir. Keiner ist drauf eingestiegen. Ja, doch, haben alle Nein gesagt. Ja. Wäre ich Kanzler geworden, hätte ich einfach rot gelegt und geschehen Tod an Liberalen. Also ganz ehrlich, ich habe halt gehofft, dass du schießt, also im schlimmsten Fall schießen darfst. Und dann hättest du einfach hier irgendwen von denen erschossen, die nichts gesagt haben. Ach nur, Entschuldigung. Es war doch. Ich hab's auch wieder gesagt, das war jetzt zwei Runden das gleiche. Es haben. Hat wer vorgeschlagen, lass uns den Kanzler wählen und es war alles leise. Weil die es vorgeschlagen haben, die Liberalen waren. Und die war schon so, ja lass uns einfach machen, die machen das eh selber. Und, ja, richtig. Und der Vorschlag, den Hitler als Kanzler zu wählen, kam auch von keinem Fascho. Hab ich ihn dann genommen. Wir haben halt auch zwei sehr stille Liberale gehabt. Das ist halt, Die sind immer still. Also wenn ich... Was das Spiel unglaublich schwer macht. Ja, richtig. Wenn ich die Wahl hätte, hätte ich tatsächlich Ben als Kanzler genommen. Ehrlich gesagt. An Konstis Stelle. Doch. Nein. Wer von euch ist jetzt Ben? Nein, das ist wieder dieses 50-50. Der Grüne. Er ist es oder nicht. Und das regt mich so auf. Naja, ich fand die Runde trotzdem super. Aber ich war echt, nicht gestorben, ich war so mega froh, als ich die letzten Liberale wegwerfen konnte, ey. Ja, ich hab die ganze Zeit so Angst dann gehabt. Fuck, man, was passiert, wenn die blaue ziehen? Oder was passiert, wenn ich ich konnte ja schon zum Kanzler gewählt werden. Okay, ich hab mir trotzdem Sorgen gemacht. Was, wenn ich Kanzler werde und die blaue bekomme, kann ich ja nicht weglegen, weil ich nicht realisiert habe, dass da schon drei rote lagen. Ja, wie gesagt, wäre ich Kanzler geworden, ich hätte einfach Beinhard rot gelegt. Ich habe übrigens am Anfang verkackt, ich habe nämlich nicht drauf geachtet, wer Hitler ist. Okay. Ich musste dann noch den Chris fragen, wer ist denn jetzt Hitler, du? Ich habe da vielleicht nicht so ganz aufgepasst. Ja. War auf jeden Fall lustig. Ja. Ich hoffe, ich habe mich als liberal genug präsentiert. Ja, ich fand, du hast ganz gut gespielt, als Hitler, also... Ich hasse es aber, Hitler zu sein. Ich würde ganz gerne mal Hitler sein. Ich war ein einziges Mal in meinem Leben Hitler. Ich bin lieber Fascho oder liberal. Das macht mehr Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon fast keine Lust mehr auf liberal, weil wenn ich liberal spiele, bin ich ein Faschist offensichtlich. Ja, liberal ist aber immer langweiliger als Fascho. Wenn du Liberale umbringen willst. Ich wollte nur dich umbringen bis jetzt. Also. Also damit wir noch Zeit für eine andere Folge haben, sage ich jetzt schon mal Tschüss. Ja, ich bin mal. Bis dann.